wenn das was geht. Kurz bevor das Video anfängt, eine kurze Warnung, mir ist ein extrem krasser Fail unterlaufen, als ich diese Reaction aufgenommen habe. Ich sag mal so, es wird ein bisschen Hall enthalten sein, aber besser, dass ich jetzt die Reaktion für euch fake, lade ich sie einfach so hoch. Es wird ein bisschen unerwartet kommen, aber die Audio ist immer noch gut. Es hört sich nur so an, als würde ich zu eurer Seele sprechen. Anyways, verzeiht es mir. Ich kann jetzt auch nichts dran ändern. Have fun mit der ganzen Reaction. Haut rein, wir hören uns. So, Friendos, es ist endlich soweit. Der allererste Hawkeye-Trailer ist gerade erst erschienen. Ihr seht schon wirklich weihnachtliche Stimmung. Wir wissen noch gar nichts über die Serie. Also wird es jetzt extrem spannend sein, ob der Trailer wirklich krass diese Interesse weckt. Also die Serie hat an sich schon eigentlich viel Potenzial. Aber wer weiß, ob sie das abliefern wird. Der erste Eindruck wird es jetzt sein, den wir bekommen. Und mal sehen, ja. Yeah. Ich bin echt aufgeregt, ob das was wird mit Hawkeye. Let's go. This is the first Christmas we've had together in years. I love you guys. Can we have back family time? Alright. Was für ein Issue? Ah, okay, I get it. Ah. Okay, das wird schon keine cool. Ich hab gute Vibes kommen hoch. Einfach in eine Christmas-Serie. Ich hab Bock. This holiday season. Yo, was? Hawkeye. Sexy Logo. Wirklich sexy Logo. Oh, wie cool. Alles auch so Christmas gehalten. Hä? Okay. Nice. War schon nice. Ich kann jetzt schon sagen, klar, ich bin jetzt nicht so wow, krank gehypt, aber ich habe mega Bock, das zu schauen, weil ich glaube, es wird wirklich eine Serie sein, wo es einfach Spaß macht, die zu schauen. Nochmals genäher die Charaktere kennenzulernen, wo es nicht unbedingt die größten Stakes sind, wie jetzt zum Beispiel die Übergabe des Schildes oder so, wie bei Falcon and the Winter Soldier, wo es wirklich viel mehr Drama war. Ich habe ein echt gutes Gefühl, dass es was wird. Aber wir müssen uns nochmal anschauen. Es gab ein paar echt coole Szenen, die ich auch mal genauer sehen möchte. Das ist Empire State Building, ne? Immer schön beleuchtet zu Weihnachten. Das ist halt cool. Rogers the Musical einfach. Das liebe ich halt in MCU, dass das wirklich kontinuierlich immer weiter auf dieser Legacy aufbaut. Wenn mal ein Held sterben sollte oder nicht mehr da ist, hat er immer noch diese Präsenz. Er hat wirklich einen Abdruck hinterlassen. Und mit der Zeit, es wird immer wieder aufkommen. Alles, was in der Vergangenheit war, wird in der Zukunft immer etwas bedeuten. Deswegen dieses Potenzial dieses unendlichen Aufbaus, ich liebe es einfach. Okay. Boah, OG-Szene, Alter. Ich bin ehrlich, diese Szene aus Avengers Endgame hat für mich Hawkeye erst interessant gemacht. Also diese Ronin-Zeit, da wurde Hawkeye erst cool für mich. Hätten wir das mit Ronin und so nicht, ich weiß nicht, ob ich jetzt so interessiert an Hawkeye wäre. I'll be home for Christmas. I promise.
holen. Wow. Das ist halt geil. Das ist halt geil. Ich finde, das ist wirklich das. Das ist Top 3 Marvel Studios Logos, die wir je bekommen haben, finde ich. Wirklich, ich keine Ahnung, das Logo tut es mir einfach an. Richtig fresh mit den Circles im Hintergrund, diesem Schimmer mit dem weihnachtlichen Schnee, keine Ahnung. Ist echt irgendwie einer meiner Favorites jetzt schon. Auch jetzt. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die Favorites haben, was Logos angeht. Es sieht halt echt schon cool. Es sieht echt spaßig aus. Aber man merkt schon, das ist so basically das Grundkonzept. Boom, er verbringt Zeit mit seiner Familie, dann kommt so ein Impersonator von ihm selbst, möchte sagen, oh, okay, ich bin Ronin, aber das ist dann nur Kate Bishop, so ein großer Fanboy mäßig, ne? Und jetzt muss er wegen eintreten und die ganze Sache regeln. Und so wird sie eben Nachfolger von Hawkeye, weil sie so jetzt endlich diesen Kontakt haben. Bisschen ähnlich wie Miss Marvel, wenn man so ein bisschen überlegt. Auch basically zwei Helden, die zu Helden werden, weil sie Fangirls sind. Ne? Es sieht halt wirklich so ein. Es sieht echt so eine herzhafte Marvel-Christmas-Serie. So ein Christmas-Special fast schon. Was aber speziell nochmal Hawkeye ausbaut. Das ist auch cool. Es ist halt wirklich cool, er wird ja so eine Mentorrolle in der ganzen Serie haben, zusammen mit Kate Bishop, und sie lernt halt noch so ein Held zu werden und er hilft halt ein bisschen dabei. Das ist wieder auch ein cooles Duo, was wir noch nie wirklich im MCU hatten. Klar, wir hatten Iron Man und Spidey, was theoretisch das gleiche Prinzip ist, aber Spidey war immer noch mehr für sich alleine gestellt. Wir hatten nie wirklich so eine festes Adventure zwischen Iron Man und Spidey gehabt. Was ich besonders hier cool finde. Und Hawkeye als Mentor für so einen neuen Hawkeye? Hm. Das da, what the fuck, was ist das? Das war die Steve Rogers Musical. Yo, what the fuck? Ist das der Ant-Man oder soll das Falcon sein? Oben ist Hawkeye? Hulk? Ronin? Oder wer ist das? Oder soll das Chitauri sein? Loki, Thor? Was ist das, Bro? Crazy, er ist dann wahrscheinlich Tony. Ah, da oben sehen wir noch mehr. Lol, Black Widow. Wer ist das? Falcon? Winter Soldier? Alright. Doggy Action. Das wird nice. Okay. Sind die auch so einem Mittelalter-Festspiel? The full time. Das ist basically gerade irgendwie genau die gleiche Szene, die der Taskmaster in Black Widow hatte. Was ein bisschen funny ist, früher hatten wir so Theorien gemacht, soll das okay sein? November 24. Nice. Alright, gefällt mir. Freut mich. Wird auf jeden Fall spaßig. Vor allem über die Weihnachtszeit, das wird vibey. Das wird echt vibey sein. Aber alright, ich denke, ich werde euch mal richtig jetzt an die Analyse setzen, sodass ihr morgen dann auch das Ganze euch anschauen könnt, pünktlich und nicht allzu spät. Bis dahin. Dauert es aber jetzt noch ein bisschen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst ein Abo da.
Und natürlich auch ein Like, wenn euch die ganze Reaction gefallen hat. Ihr könnt noch meine letzten Videos anschauen. Zufälligerweise sind meine letzten Videos auch wieder Reactions, aber diesmal zu Wolverine und dem Spider-Man-Game, was auch ziemlich fresh war und was mich ein bisschen zu sehr gehypt hat das Wochenende. Das war es aber auf jeden Fall von mir. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und ich würde mal sagen, love you 3000.